Also Kinder, das solltet ihr mal ausruhen. Nee. Wir probieren heute mal was. Vorher Sicherheitsbelehrung. Ich habe jetzt nichts anderes gefunden. Ihr solltet vielleicht sowas nicht benutzen. Sucht euch die stabilsten Stühle, die ihr findet, oder zwei Tische oder was auch immer. Ich zeige es jetzt mal an Stühlen, weil die meisten das da haben. An zwei Tische wird immer schwierig. Guckt, dass ihr nicht wie ich hier einen glatten Untergrund habt, sondern das relativ fest steht oder irgendwo fixieren könnt. Und dann versuchen wir mal Dips. Die Anfänger können sich quasi mit den Beinen dann bei der Geschichte so ein bisschen unterstützen. Ja, ihr solltet halt so mehr, also so viel Last wie möglich auf den Oberkörper legen. Seht ihr? Und dann kann ich dann halt dosieren und bringe halt mit den Beinen so viel Kraft wie nötig hinterher. Und die Supercrakes, versucht man hier nicht meine Rotatorenmanschette zu zerfetzen, die finden sich quasi hier komplett aus und kommen hier hoch. Ja, muss man halt gleich ein bisschen koordinieren, dass wir den Stuhl nicht kaputt machen, beziehungsweise dass der nicht rausrutscht. Okay, wie gesagt, die anderen, dass ihr noch von vorne seht, ihr seid hier, lasst euch quasi so weit wie möglich runter und dann drückt euch hier hoch und bringt quasi mit den Füßen so wenig wie möglich Unterstützung. Ja, man kann sich auch leicht nach vorne nehmen bei der Geschichte, aber da haben wir mal so richtig Spannung für den Oberkörper. Man sagt auch, Dips sind die Kniebeuge des Oberkörpers. Okay, ihr guckt dann mal, ich sage halt immer, bei jedem Satz nicht bis ganz zum Versagen, sondern sagt, ein, zwei könnte ich noch. Dann macht man ein Minütchen Pause und davon so viele Durchgänge, wie ihr halt sicher absolvieren könnt, dass das Ding hier rausrutscht oder der Stuhl verbrennt. Also dass ihr sagt, okay, ich habe das Ding hier immer unter Kontrolle, bin stabil hier drinnen und kriege das alles ordentlich in den Griff. Wenn ihr merkt, das wird nicht, dann seid ihr dann mal durchgängig fertig. Okay, viel Spaß, ciao.